Hallo und herzlich willkommen zurück. Hat er jetzt die Aufnahme langsam? Ja, okay, hat er, gut. Zu einer weiteren Folge Northgard und wir machen natürlich den Geschichtenmodus weiter, wie immer. Okay, der Codira scheint da gerade ziemlich überlastet zu sein noch. Der müsste sich dann aber hoffentlich... Okay, jetzt hat er sich offenbar gefangen. Und wir haben das Kapitel 9 Beben. Bonusziele sehen wir ja noch nicht. Aha. Der Runenstein von Asgard ist endlich in Reichweite in einem trostlosen, von Rauch bedeckten Steppe. Wir müssen bloß hingehen. Okay. Die Wanderring des Bergnetzes, eine Zielfrau, die niemand beugt, Schwächlinge gegenüber keine Gnade kennt, die das Königliche Horn verloren hat. Erkannte sie euch zunächst nichts als rechtmäßigen König an und forderte euch zu einem Wettkampf heraus, aus dem ihr siegreich hervorging. Sie hatte keine andere Wahl, als euch, wenn auch widerwillig, die Treue zu schwören. I had just managed to subdue Boryghil and her bear clan on our way to the Runestone. They were, like us, from the old continent, but had come ashore in a completely different place. As we neared the Runestone, Svarn grew more and more agitated. He confessed to be dreading something that lay ahead, though he couldn't tell what it was. Some of our people were also reluctant to move forward. Northgard was getting harsher and harsher, as if trying to deter us from pursuing our goal. Okay. Mal sehen, was wir dann diesmal als Quest haben. Beziehungsweise was für Gegenspieler wir wahrscheinlich haben werden oder sonstiges in die Richtung. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass das unser Spieler so nicht einfach machen wird. Wenn es dann erstmal fertig geladen hat, gut. Okay. Die Luft wird kalt, viel kälter, um genau zu sein. Okay, so kann man es auch ausdrücken. Ich erfriere hier gleich. Ja, ich bereue gerade meine Entscheidung, ein Berserker zu werden. Ich kann meine Ziele nicht spüren. Ich kann gar nicht nur an eine heiße Suppe vor dem Kamin... Also ich kann gerade nur an eine heiße Suppe vor dem Kamin denken. Mhm. Okay, was ist mit Liv? Ich denke all das Brennholz, das wir brauchen werden, um wieder aufzuwärmen. Allein der Gedanke daran deprimiert mich. Ach, kommt schon. Ein bisschen kalte Luft hat noch niemanden umgebracht. Kommt drauf an. Was seid ihr denn für Weiche? Ja, muss ich euch alle ins Bett bringen und zudecken? Hey, ihr könnt mein Bett aufwärmen. Also, Egil. Sagen wir einfach, ihr seid nicht mein Typ, Hundejunge. Könnte es sein, dass sie lesbisch ist? Seht doch, wir sind da. Dort drüben liegt der Runenstein von Asgard. Eilen wir nach Dannen. Von Dannen heißt das eigentlich, aber okay, recht nur. Stern von Asgard und entziffert die Runen. Okay, Sven. Okay. Ah, nee, Svarn. Wir sollten umkehren. Ich will mich nicht dem stellen, was vor uns liegt. Na los, Ferkelchen. Ist doch bloß ein großer Stein. Ihr Eber habt doch nichts Angst vor Felsen. Nanu, was war das? Ich. Vor Felsen nicht. Ach du. Nein, nicht das. Diese Bestie sucht schon mein ganzes Leben lang meine Träume heim. Oh, es ist eine Chimgander. Okay. Ich habe noch nie einen mit eigenen Augen gesehen. Jeder meiner Vorfahren hatte bekanntermaßen schon einen getötet. Glaubt ihr, ihr könntet die Bestie erlegen, Borgel?
Ich kann mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mir seinen Kopf ins Trophäenzimmer zu hängen. Lassen wir uns hier nieder. Läuft. Ach, ist das schön, endlich wieder die eigenen Finger spüren zu können. Also wie erledigen wir dieses Ding am besten? Diese Viecher sind durch normale Waffen kaum zu verletzen. Wir werden eine besondere Waffe meiner Familie schmieden müssen. Die wir Lindwurmtöter nennen. Dazu benötigen wir Reifstahl und eine Schmiede. Okay. Baut Reifstahl ab. Errichtet Schmiede, errichtet... Reifstahl, das berühmte eisige Erz, das nur eine... da ist es. Ihr seid Südländer, ihr müsst in euren Legenden auch alles übertreiben. Wir müssen nicht nach Nilfheim. Rimgar leben normalerweise in Gebieten mit... die reich an Reifstahl sind. Es sollte uns all... Na, danke. Also dann, viel Glück. Ja. Borgit, ich werde euch helfen, die Bestie abzuwehren, während die Bergarbeiter... verpassen können sollte. Okay, ich kann nicht... Okay, die machen also alle mit. Gut, okay. Alle schon aufs Wand. Ich muss... Okay. Was genau muss ich da denn jetzt machen? Also, offenbar... Ihr könnt hier einen Bergwerk errichten, um Reifstahl abzubauen. Aha. Okay, Fangen wir aber erstmal mit den üblichen Sachen an. Ein Spählager bauen. Gut, was? Aha. Verwandter Geist erfordert. Erhöht die Produktion. Der Bär erwacht. Okay. Wo ist Dorfbewohner einmal? So. Ich muss dann schauen, dass ich nach Möglichkeit. Warte mal. Hier ist ja schon Holz. Dann nehme ich doch da das Gebiet direkt mal. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, da hinzugehen, um. Danke. Neues Gebiet erkunden. Oh! Da ist schon Stein. Das ist auch nicht so schlecht. Dann sollte ich hier vielleicht einfach mal... Stein und Fisch. Das ist sehr schön. Komm, einmal hier rüber. Gut. Als erstes dann mal eine Fischhütte. Ist erstmal wichtiger als das Stein dort. Da ist nichts außer Schafe. Da sind die. Holz. Einmal und. Stimmt ja, ich hatte keine ausgebaut. Ups. Okay, erstmal dann. Das Bergwerk baue ich dann hier, dann kann ich Steine bauen. Aber als erstes muss hier mal das fertig gemacht werden. Das wird noch Spaß hier mit dem Reifstahl. Okay, Rimgander. So. Das Haus ist fertig, das ist schon mal etwas. Gut, du kannst dann hier.
Hier sind zwei Holzfäller dabei. Okay, was? Ah, ich verstehe, der wechselt immer die Position. Okay. Was zum... Wir haben gerade ihre Reifen... Ach du Scheiße. Ernähren sich teilweise von Reifen, deshalb erleben... Okay, dann sollten wir dafür sorgen, dass es sich nicht zu fuck it, ey. Okay, das heißt, ich muss jetzt langsam Gas geben, bevor... Bevor der anfängt, da mir mein ganzes schönes... Hallo? Kann ich nicht... Oh fuck, ey, ich kann den also nicht befehligen. Okay, da einmal. Da ist gerade nur eine. Gut. Das gibt mir halt ein bisschen Stein. Ich habe echt zu wenig Nahrung gerade auch noch. Fuck, nicht gut. Hm. 100 Nahrung brauche ich dafür dort. Nicht optimal. Ich habe gerade nur ein Schaf. Ein Schaf reicht nicht aus. Aber ich kann hier doch... Jo, ich kann hier das bauen. Dann kann ich zumindest meine Nahrungsproduktion ein bisschen aufbessern. Gut. Die hacken da immer noch Holz. Das... Ich muss... Vielleicht sollte ich gleich... Okay, da... Okay, ich habe zwei Fischer, gut. So. Heilerhütte vielleicht. Ausbildungslager. Okay, Highlight kann ich dort eigentlich hinstellen. Ich brauche halt auch noch eine Schmiede. Und ich brauche halt echt... Okay, vielleicht soll ich echt ein bisschen jetzt schauen, dass ich Holz bekomme, damit ich da... Warte mal, die Spieler können nichts weiter erforschen oder was? Oder was gerade? Ach du, ist ja schön. Gut, dann da einmal. Und du da einmal. Korn zum Holz. Nee, das ist nicht so das, was ich gerade brauche. Da wäre theoretisch zumindest ein Eisenvorkommen. Gut. Ja, irgendwie finde ich gerade meine gesamte Lage noch nicht so optimal hier, die ich habe. Okay. Fuck, der hat da jetzt schon was von aufgegessen, ey. Das ist nicht gut. Das ist echt bescheiden für mich gerade.
Okay, scharfe Äxte produziert mehr Holz als die. Okay, ich gehe erstmal damit. Dann kann ich den hier nämlich machen. So. Jetzt brauche ich Holz und den. Gut, dass wir kontrollieren müssen, verteidigen. Die beste mag nämlich keine Eindringlinge. Okay. Ja, ich brauche jetzt. Komm. Gib Gummi. Hopp. Erreicht das, damit ich das Bergwerk da bauen kann. Sehr schön. Bergwerk. Komm, bauen. Jetzt ist das natürlich sehr unangenehm für mich, aber okay. Wenigstens habe ich gerade vernünftiges Plus, also das funktioniert hier schon mal gerade. Das ist sehr schön. Dann. Gut. Ihr einmal anfangen da abzubauen. Das sind. Okay, aber noch nicht. Wie viel. Achso. Ich brauche offenbar auch noch. Vielleicht sollte ich noch einen weiteren. Da ist ein Bär, aber. Okay, da wäre theoretisch nochmal wieder Fisch. Also den kann ich da. Theoretisch gut auch bald nehmen. Ich. Ja, komm. Doch. Ich rüste den einfach mal auf. Und baue noch nicht direkt einen neuen. Ich bin so schwer verletzt, okay. Wie lange bleibt der hier bitte? Ey, wie lange bleibt der da bitte, ey? Mir ist K.O. gegangen. Alter, das ist ja echt. Okay, das ist ja ziemlich ätzend, wie lange der dann da bleibt. Der bleibt dann da ja offenbar mehr oder weniger die gesamte Zeit. Mist. Das habe ich so nicht. Das habe ich nicht vermutet, dass das der Fall sein könnte. Na toll. Und er hat wieder gefressen. Gut. Komm. Gut. Wieder da rein und weiter geht's mit dem Reitstallabbau. Ich bin wenigstens schon mal bei 10.
Da ist leider nur noch 5 drin. Vielleicht sollte ich jetzt am... Also ich denke gerade, dass ich vielleicht noch... noch einen weiteren... okay, nehmen wir einfach mal den hier jetzt erstmal kurz ein. Dann kann... Dann... baue ich hier eine weitere Holzverleute. Gut. Das hier ist noch unangetastet. Da sollte ich also, denke ich, als nächstes hin. Wenn der hier gleich abgebaut ist, dann... Okay, gut. Den brauche ich nicht mehr. Der hat 100, dann... Den mache ich dann einfach mal. So. Gut. Oh, fuck you. Hoppala, die Doppala. Komm einmal dahin. Okay, das ist ein Heiler. Ich denke, ich sollte... Warte mal, ist... Okay, ja, der hat da fertig gebaut, dann kannst du... da Holz hacken gehen. Gut. Du... baust dann... mal ein ein Ausbildungs... Lager. Es wird jetzt natürlich bescheiden für mich werden. Gut. Die sammeln da jetzt weiter. Du baust hier einfach mal ein Haus hin. Und dann sollte ich wahrscheinlich irgendwie so ein Händlerding bauen oder dergleichen, damit ich mal Crowns bekomme. Warte mal kurz. Oh ja, die Dinger kann ich da. Okay, dafür brauche ich einen Netzposten, einen Marktplatz. Dafür brauche ich noch ein bisschen mehr. Okay, gut. Das ist ja sehr schön, solange der da... Ey. Na toll, danke sehr, Arschgeige. Okay, ich bin wenigstens schon mal bei 23 inzwischen. Gut, gleich fertig, das wäre sehr schön. Okay, danke, dann kannst du da mal hin. Gut. Jetzt verdiene ich wenigstens mal ein bisschen Geld. Fuck you. Das Ding verliere ich gerade auch. Na toll. Vielleicht sollte ich einmal kommen. Sorry. Hm.
Ach, so ist das. Ey, fick dich. Na toll, dann habe ich hier jetzt... Na toll, das macht die Sache nicht einfacher für mich. Ja, im Gegenteil, das macht sie sogar noch beschissener gerade. Ist das ätzend, dann kann ich den hier gerade... Ey. Es ist gerade echt Schwachsinn, weil... Ach, fick dich, ey, da oben. Das sind auch nur drei, ey. Fuck. Ist nicht gut. Ich brauche den Panzerbär auf jeden Fall wieder. Ansonsten wird das nichts. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mit den... dass ich gerade hier Probleme bekommen werde. Damit hätte ich nicht gerechnet. Fick dich jetzt auch noch sowas. Also der geht ja offenbar auch nicht wieder weg. Das macht das Ganze auch noch sehr ätzend. Wenigstens habe ich schon mal 23 Reifstahl und ich habe hier... Ah, fuck. Gut, da ist noch einer übrig. Also den hier muss ich auf jeden Fall wieder einnehmen. Dafür brauche ich halt Geld. Okay, dann nehme ich den da mal da unten, damit ich nämlich dann hier das hier bauen kann und einmal ein Speer, der kann dann das hier machen. Hallo, habe ich nicht irgendein... Komm, geh mal dahin. Und baue den hoch. Speer, komm. Plünder das. Ich bin gerade echt nicht glücklich über die aktuelle Lage. Komm, einmal das. Harpunen. Ah. Okay, Harpunen sollte ich denke ich gleich holen. Das Blöde ist, das kostet mich halt 200, das Gebiet hier wieder einzunehmen, ey. Boah, ist das ätzend. Und im Winter produziere ich halt nicht so gut, kommt auch noch hinzu. Oh nee, ey. Katja, geh mal darüber. Das ist doch echt für den Arsch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich auch hier mal wieder richtig Probleme haben werde. Okay, da gibt es wenigstens Crowns und sonstiges dergleichen. Gut, top. Ruhm brauche ich gerade da bei dem nicht so. Hab. Das brauche ich nicht. So.
Kann mal jemand hier reparieren? Okay, das ist glücklicherweise nur die dort offenbar. So, du einmal dahin. Wie sieht denn 160? Gut. Okay, kann ich hier bauen? Mache ich dann auch. Halte ich für eine ganz kluge Idee, das zu machen. Fuck, das kostet mich jetzt minus 2, aber gut, ist halt so wie es ist. Crowns bekomme ich jetzt welche dazu. Ich kann leider nichts verkaufen. Ärgerlicherweise. Das sollte ich machen. Genauso wie das hier, denke ich auch. Damit bekomme ich da plus 1. Der hier kann dahin. Okay, in Ominous Shade Trolls under the Sea. Der Kraken durchstärkte mir und zerstört wirklich jedes Schiff, das ihm begegnet. Ah, fuck you. Nicht schön. Zumindest nicht für mich. Ah, so. Kein Stein mehr zum Abbauen. Aha. Da sind 3, gut. Den nehme ich dann mal raus. Steinbruch ist ja voll. Minus 1 Zufriedenheit, na toll. Brauerei. Gut, dann baue ich da mal einfach eine Brauerei hin. Es ist nicht optimal alles. Wirklich nicht optimal. Ich habe halt wenigstens schon mal 23, das ist schon mal etwas. Da ist auch nochmal Fisch, okay. Ja, ich weiß, dass der Clan unzufrieden ist, deshalb brauche ich hier auch gerade die Brauerei da. Das ist eventuell gar nicht so schlecht, aber gut. Achso, der frisst dann gleich den hier oder was? Na toll. Jo, dann kann. Damit ist dieses Gebiet uninteressant. Das Problem ist, das macht es nicht einfach für mich, an den Reifstahl ranzukommen, leider. Denn jetzt muss ich hier in die Mitte gehen. Um Reifstahl zu erhalten, so du da rein. Gut. Ich positioniere dich schon mal dort. Ja, Harpunen. Damit verbessere ich jetzt nochmal ungemein meine Nahrungsproduktion und dann das klingt beunruhigend. Okay, das Truck ist bereits geplündert. Das ist okay, der ist da durchgekommen. Die Frage ist, überleben die auch das nächste? Ich habe ein bisschen Sorge, was gleich passiert. Okay, der ist wieder weg.
Gut, ich denke, ich sollte jetzt mal den hier in Angriff nehmen. Nein, keine Schmiede, sorry. Bergwerk da rein. So, und ich habe ja dann die erhöhte Bergbaueffizienz, das ist schon mal etwas. Hat euer Langschiff angegriffen, er wurde das Langschiff zu... Oh, fuck you. Komm, einmal da reparieren. Nein, sorry, du da rein und wo ist du? Auch da rein. Komm, schnell, gib Gas. Ich möchte hier nach Möglichkeit schnell den Reifstall da abernten. Gut. Ich nehme dann auch mal gleich. Obwohl. Lieber direkt den hier mal. Ihr scheint da frei zu sein, dann euch mal hier rüber. Gut. Sorge ich mal dafür, dass ich hier an mehreren Positionen gleichzeitig abbaue, dann kann ich. So, habe ich hier noch. Ja, du bist auch noch. Gut, dann. Es ist jetzt sehr darauf getrimmt, dass ich hier noch Möglichkeit, die Geschwindigkeit habe, dass hier alles. Komm, einmal. Gut. 33, Ich bin jetzt schon bei 35 und der baut da noch. Komm, sei da endlich fertig. Komm, nur lang genug durchhalten, dann. Ja, wir haben Reifstell. Ja, gut, sehr schön. Also. Sehr, sehr schön, dann kann ich jetzt hier auch die Schmiede errichten. Puh. Gut. Vielleicht sollte ich dann das hier vielleicht auch mal noch in Anspruch nehmen. Hier ist Fisch. Ja. Ja, das ist für mich kein Problem. Ich habe alles. Ich habe da alles quasi rausgeholt, was ich haben wollte aus dem Spaß. Gut. Aha. Schneesturm verringert alles Mögliche wieder. Das ist für mich aber in Ordnung. Gut. Hoppala. Schmiedet den Lindwurm-Töter. Vielleicht sollte ich schauen, dass ich mal Eisenvorkommen und sowas vielleicht noch. Ja. Langschiff-Dock kann ich auch mal wieder besetzen.
Nachdem da ja der Spaß war. Gut. Aha, die prügeln sich da immer noch mit dem. Aha. Okay, ich bin noch im Plus. Ich bin zwar gering nur im Plus, aber trotzdem bin ich im Plus. Das ist schon mal sehr gut. Hier. Aha. Ich denke, dass ich... Weiß ich, aber... an Eisen ran sollte, vielleicht. Also, der hier oben gibt mir halt 5, das ist sehr schön. 5 bräuchte ich auch, um Borgit wieder auszubilden. Hm. Ah, das ist schon mal fast fertig, das ist schon mal etwas. Ich brauche dann nur... Okay, was passiert jetzt? Borgit ist wieder da oder was? Wäre ja geil, wenn ich das... Ach, wurde auch langsam Zeit. Jetzt habe ich, jetzt kann ich mich endlich in die Riege meiner Vorfahren einreihen, die einen Chimganda getötet haben. Oh Mann, ich kann das kaum erwarten. Damit werden wir bestimmt berühmt. Ehrlich gesagt bin ich schon etwas nervös, aber eigentlich... Aber eigentlich mache ich mir ein Hemd. Toll. Ja, eindeutig nervenaufreibend. Kann es kaum erwarten, bei lebendigem Leib verspeist zu werden. Liv ist sehr optimistisch mal wieder. Und zwar, und das da auch mal wieder, ja. Hey, sie ist wieder zurück, geil. Gut. Okay. Vielleicht sollte ich dann jetzt aber noch... schauen, dass ich möglichst... Okay, ich sollte, denke ich, 2 Sachen warten. Einmal, dass der Winter vorbei ist. Und dann sollte ich mir noch eine kleine Armee, denke ich, aufbauen am besten. Um den zu bezwingen. Aber ich habe beide wieder, das ist schön. Ich brauchte Borgit mir nicht neu basteln. So umgeht man Game Mechanics. Alter. Das ist aber auch echt hart gerade mit minus 8 und sowas. Und man sieht kaum was. Verbessert den Angriff eurer Krieger nochmal auch. Aha, aber aktuell. Gut. Jetzt gehe ich mal auf. Das denke ich, kann ich gleich machen. Vielleicht sollte ich auch noch einen weiteren Brauer da reinpacken. Gut. Ich denke, ich brauche nicht so viel Schmiede. Was werkelt die denn da noch rum gerade? Ich habe doch eigentlich nichts zum Verbessern gerade. Hm. Egal. So, damit habe ich 2 Brauer. Die dürften das dann noch mal ein bisschen verbessern für mich auch. Gut. Dann brauche ich hier noch mal ein Axtwerferlager. Vielleicht soll ich noch ein weiteres Haus dann auch bauen, damit ich... Oder? Ich habe genug, dass ich den hier einfach aufwerten kann. Dann baue ich kein weiteres Haus jetzt.
Du wirst dann nochmal zu einem Krieger. Speer brauche ich gerade nicht. Gut. Dann mache ich mich mal daran, hier meine Kriegsmeute aufzubauen. Vielleicht sollte ich hier auch noch mal dazu dann noch ein Schildknappenlager einfach bauen. Wäre, denke ich, auch nicht so verkehrt. Hoppala, Axtwerfer und Axtwerfer. Hopp und hopp. So. Schon mal in die Richtung begeben. Hopp einmal. Vielleicht. Hopp nochmal, so du. Okay, 60 brauche ich dafür. Habe ich nicht. Gut, vielleicht. Komm, ich hoffe einfach mal, dass das reicht. Da sind meine Axtwerfer. Gut, ich hoffe einfach mal, dass das reicht, um den zu bekämpfen, um den zu besiegen. Der macht 40 Schaden, 25 Resistenz und 500 Lebenspunkte. Okay, damit ist schon mal der erste von meinen Schildtypen tot. Okay, jetzt kommen auch die Helden da an. Sehr schön. Damit dürfte ich den eigentlich doch hoffentlich kaputt bekommen. Ich habe noch zwei Krieger übrig. Ich habe noch meine Axtwerfer, die guten Schaden machen. Ja, das sollte, denke ich, reichen, damit ich den besiegt bekomme. Hat doch funktioniert. Ich fühle mich erleichtert. Seht ihr, Ferkelchen? Das Tierchen ist tot. Aber ich werde wohl keine größere Feuerstelle brauchen. Es ist ziemlich groß. Komisch, plötzlich ist die Luft wärmer. Meine Vorfahren behaupteten immer, dass das Töten eines Rimgard den Frühling zurückbringen kann. Vielleicht war er dafür verantwortlich, dass der Winter in dieser Gegend so rau war. Es waren, jetzt bleibt uns nur noch zu tun, den Runenstein von Asgard zu entziffern. Ja, sehen wir, welche Wahrheit die Runen uns zu offenbaren haben. Sieg! Yay! Verhältnismäßig war das tatsächlich auch mal eine schnellere Folge, wieder im Gegensatz zu den letzteren. Die alle über eine Stunde gingen. We had finally reached the runestone of Asgard. Whoever Vedrung was, his actions seemed to be foretold by the old scriptures etched in the stone. Svarn translated. He will want to set the men free from the yoke of the Allfather. For he does not want them to share in his feast, and to this end he will destroy Bifrost. As the wail of Jallarhorn echoes through the skies, the sons of Muspel will march on Asgard. Thus the gods shall meet their fate, and the age of men shall begin, Svarn concluded thoughtfully. There was no map to Bifrost on the runestone, but one stanza read that it was
beyond Berigelmir's throat. This was a kenning, a metaphor for the icy cliffs far to the north. Interessant. Dann wissen wir, wo es als nächstes hingeht. Und ich habe mir ja schon gedacht, dass wir... da nochmal hinkommen. Fimbul Winter. Wir haben Bergemirs Kehle erreicht, den Engpass, der zum Bifrost führt. Der Winter scheint hier kein Ende zu nehmen. Okay, aber das kommt dann in der nächsten Folge. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das entweder, also dass wir auch schon fast durch sind damit. Aber gut. Das war auf jeden Fall Beben. Mal sehen, was uns beim nächsten Mal dann erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.